Hallo, ich bin Mel und das sind die Icarus News. Wir haben heute zwei verschiedene Highlights in den News zu berichten. Das erste wäre die Operationen von Olympus und das zweite die Exotics, die Einzug gefunden haben in der Open World. Aber fangen wir mal mit dem ersten an. Wir haben in Olympus seit dem letzten Update Operationen freigeschaltet. Das heißt, wir können jetzt auch hier anklicken und haben sehr viele Möglichkeiten, Operationen zu machen. Leider sind nicht alle freigeschaltet, das sind insgesamt 21. 11 davon sind mit dem normalen Standard-Kontaktgerät zu erreichen. Für weiteres muss man die Updates machen und integrieren. Man sieht auch schon hier, das wäre das erste Update, das man installieren müsste, um diese freizuschalten. Und hier in dunkelblau wäre es das zweite Update. Warum solche Missionen nicht machbar sind in der Open World, kann ich nicht sagen. Dazu haben sich die Entwickler auch nicht geäußert. Wenn wir die Updates gemacht haben und dabei haben, müssen wir auf E klicken und dann das Update unten reinziehen. Das wäre das erste Update. Damit schalten sich die hellblauen Missionen frei. Die dunkelblauen sind immer noch gesperrt. Und wenn wir das zweite Update auch noch reinziehen, dann sind alle Missionen, die momentan verfügbar sind, offen. Auch die zwei letzten. Wie man die Updates baut und integriert, habe ich auch schon bei den News erklärt, wo es um die Operationen in Styx ging. Ich kann es euch gerne am Ende verlinken. Das zweite Highlight sind die Exotics, die Einzug gefunden haben in die Open Worlds. Es gibt in Olympus und in Styx die normalen Exotics, die man ganz normal abbauen kann, wie man das auch bei Missionen konnte. Allerdings ist es so, dass in der Open World alle 3 Stunden ein Meteoritenschauer die Map resettet, sprich die Exotics erneuert, insofern alle Vorkommen abgebaut wurden. Wer nicht möchte, dass Meteoritenschauer auftauchen, sollte die Exotics nicht abbauen. Die roten Exotics, die wird es nur in Prometheus geben und auch diese werden alle 3 Stunden resettet, insofern sie abgebaut wurden. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Machen der Missionen von Olympus und beim Suchen von Exotics. Ich wünsche euch eine ganz schöne Woche, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Eure Mel.